Jo Leute, Hobby die Regime Engineers, nach einem für mich zumindest etwas längeren Part, der 42 Minuten für mich und ungefähr 25 für euch gedauert hat, habe ich es endlich geschafft, dass der Firone-Turm auf unserer Karte markiert wurde. Wir haben auch bereits zwei Dungeons oder besser gesagt zwei Schreine von dort erledigt und ich habe außerdem einen Tipp erhalten, es gibt auch ein Lebewesen. Doppelt was? Okay. Was genau wird das hier? Gibt's da irgendeinen Hinweis, wie das gehen soll, oder ist das reines Rumraten? Oder sehe ich von hier aus irgendwas, was mir dabei hilft? So, 3, 4, 5. Ja, gut. Vor allem irgendwas wird diese Plattform steuern. Nö, das war's schon nicht. Der da vielleicht? Nö, der war's auch nicht. Vielleicht ist es der hier, der die Plattform steuert. Nö, der ist es nicht. Naja, dann bleibt eh nur mehr der hier. Außer die Plattform ist automatisch. Ja, okay, gut. Das kann auch sein. Also ich wüsste jetzt schon mal, wo man einen Hinweis erhalten könnte. Ist fraglich, ob da tatsächlich einer ist. Ich muss nur aufpassen, ein Hund ist bei mir im Zimmer. Und ich habe natürlich die Zimmertüre zu. Eh momentan ein wenig blöd, aber er wollte schon nicht weg. Jetzt habe ich gesagt, naja, gut, kannst da bleiben. Wenn du mich so gern hast, dann bitte nur zu. Kannst du ruhig da bleiben. Juckt jetzt eher niemanden. Okay. Das bringt uns herzlichst wenig. Aber die Lanze ist geil. Also ich habe zwar keine Ahnung, ob es vielleicht richtig ist oder nicht. Meine Idee ist nur... die. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es so leicht ist. Nein. So leicht ist es nicht. Ah. Da ist eine Steintafel, die habe ich komplett übersehen.
Okay, das ist seltsam. Das werde ich mir jetzt sogar aufschreiben. Ja, ist zwar ein ziemlich kaputter Stift, aber was soll's. Das ist interessant. Wenn ich es nicht lösen kann, dann schneide ich das jetzt raus und mache dann irgendwo anders weiter. Also es sind zwei Schreine miteinander verbunden. Was im einen die Lösung ist, ist im anderen ein Verlust. Also das heißt, der Standard von hier, ich hoffe zumindest, dass das gleich geblieben ist. Okay. Also. Wir haben eine Fläche 5 mal 5. Okay. Moment, hab's gleich. Okay. Dann haben wir erste Reihe Mitte, linke Mitte, zweite Reihe 1 vor ganz rechts, dritte Reihe wieder links vor der Mitte. Okay, der Kreis gehört eher daher, Moment. Dann vierte Reihe ganz links. Und die fünfte Reihe ist ganz rechts. Okay, gut, verpissen wir uns. Mal sehen, welche zwei Schreine da verbunden sind. Ich hoffe mal, entweder er ist vielleicht in der Nähe, das kann sein. Also undenkbar ist es nicht. Also undenkbar ist es nicht, dass der Schrein jetzt direkt hier irgendwo in der Nähe wäre. Aber es ist doch dann eher unwahrscheinlich. Wo? Ja, da für das, was ich eigentlich vorher vorgesagt hätte, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr machen. Ich werde jetzt einfach die Ausdauerkrabbe runterschlucken. Und hier kann ich die jetzige Kleidung nicht mehr tragen. Ich werde mir den Winterwams mal... Ah, okay, gut. Das ist anscheinend der Schrein, der mit dem anderen verbunden ist. Okay. Na, seh's schon, ja. Ja, ja, jo. Passt schon. Sofern ich mich dann hier kurz ausruhen kann. Okay, ich beschleunige diesen Klettervorgang. Okay. Hier komme ich hoch. Und hier auch hoch. Hoch, hoch und nochmals hoch. So, jetzt interessiert mich, haben die halbwegs geile Waffen? Ja. Ja gut, Reisesperre ist jetzt nicht so geil, aber besser als nichts. Okay, Reiseschild brauche ich nicht unbedingt. Holzpfeil, oh ja, den nehmen wir schon mit. Okay, untersuchen.
Ja. Na, mal schauen. Also, das wird schon der verbundene Schrein sein. Doppelte Erinnerung. Okay, gut. Selbes Spiel nochmal. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck, das war Spanisch. Au. Ja, witzigerweise zählen auf Spanisch finde ich ganz lustig. Aber sonst hasse ich die Sprache ohne Ende. Okay, links außen, eins vor ganz rechts. Dritte Reihe, eins vor ganz links. Vierte Reihe, ganz rechts. Und letzte Reihe, Mitte. Okay. Gehen wir systematisch durch. Nö, Blödsinn, 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 Blödsinn. Das ist anders zu sehen, und zwar von da aus, wo dieser Kreisel ist. Also wir haben einen ganz rechts. Dann haben wir einen in der Mitte. Dann haben wir einen links. Dann eins vor rechts und eins vor links. Es ist nämlich von der Seite vom Schild aus zu sehen. Und zwar, der erste hier müsste auf die dort gehören. Ja, genau, dorthin. Der zweite gehört eins vor rechts. Der dritte gehört eins vor links. Der vierte gehört ganz nach links. Und der fünfte gehört ganz nach rechts. Ja. Also nehmt euch am besten Stift und Papier, zeichnet euch einfach ein 5x5 Feld. Und macht euch Kreuze, wo die jeweils waren, nicht waren, sonst wo sind. Habe ich ja jetzt auch getan, funktioniert sogar. Womit wir die nächsten zwei Schreine erledigt hätten. Da ja die gekoppelt sind, würde ich sagen, bleibt das das Hauptziel vom Part. Ich mache mal ausnahmsweise wieder einen 15er. Für einen einzigen Kollegen wohlgemerkt, der hat halt leider dieses Mal nicht sehr viel Zeit. Das Projekt zieht sich ja jetzt wahrscheinlich bis zu den Osterferien, die ja bald anbrechen. Da wird das Projekt aber auf jeden Fall dann beendet. Also bis dahin. Es wird halt knapp noch reinschneiden, mehr nicht. Nebensächlich wird ja jetzt auch Donkey Kong, also wird schon Donkey Kong Country Tropical Freeze beendet. Beamen hätte sich jetzt nicht gelohnt. Okay, was hatten wir hier? Ganz nach rechts. Mitte. Ganz links. Eins vor rechts. Und eins vor links. Sollte passen. Sofern ich es richtig gelesen habe, aber was beim einen richtig ist, muss ja beim anderen vom Ausschlussverfahren ja schon richtig sein. Naja, natürlich ist es richtig. Also wenn ich es nicht richtig gelesen hätte, hätte ich es auch nicht richtig machen können. Dann wäre es halt, ja, unlösbar gewesen. Aber immerhin, das hat ja wunderbar funktioniert.
Aber Moment, dann gibt es ja 5 Schreine. Oder gab es in dem Gebiet von den Zwillingstürmen tatsächlich mehr? Aber ich frage mich, was das für ein Wesen sein soll, das einem auch Herzen beschaffen kann. Könnte mir das vielleicht, oder falls ihr das Spiel kennt, kann mir das mal einer in die Kommentare schreiben, das wäre vielleicht ganz lustig. Aber weil ich ja jetzt schon das hier entdeckt habe, also ich habe es per Zufall entdeckt, ich wollte eigentlich hierher, wollte ich ja wirklich. Na, dann zählen wir mal nach. 1, 2, der Kakariko zählt natürlich auch noch dazu und der auch noch. Aber der auch noch. 5. Es sind zu viele. Oder hat das zu Hateno gehört? Dass der hier das... Ja, ich sehe es ja erst. Richtig, weil vorerst mussten wir dort nach oben. Ja, ja, das sind schon 4. Das sind nämlich 1, 2, 3, 4. Ja, Moment. Da muss es noch einen irgendwo geben. Oder? Achso, das trennt gar nicht diese einzelnen Barrikaden. Das hat gar nichts damit zu tun. Hier hatte ich mal ein Game Over. Also jetzt noch kurz einen Abstecher nach Kakariko. Dort gibt es das, was wir unbedingt brauchen. Oder besser gesagt, unbedingt wollen. Dort gibt es nämlich auch eine Statue der Göttin. Und da können wir uns wieder einen Herzcontainer abholen. Und ja, ich weiß, ich bin jedes Mal zur Kathedrale gerannt. Ich finde es dort halt einfach schöner. Ich weiß es eh, ist schon seit Part 12, glaube ich. Seitdem wir dort sind, dass es geht. Und ich finde die Kathedrale einfach viel, viel schöner. Die Hühnerquest haben wir jetzt auch endlich erledigt. Und in Kakariko müsste die Statue da sein. Richtig. Jetzt habe ich einen kleinen Denkfehler gehabt. Und der nächste Herzcontainer. Jawohl, jawohl, jawohl. Jo Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habe die Gamer Engineers und bis bald.